zeichne einen Frosch, ich zeichne einen Frosch. B-U-L-L-F-R-O-G. Designer Series by Bullfrog. Ja. Pech gehabt, mein Lieber. So. Dann wollen wir mal. Es gehen keine Zahlen. Na gut. Tag. Sie haben da. Ach, vergessen Sie es. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu einem Let's Play, nämlich das gute alte Theme Hospital von Bullfrog aus dem Jahre 1997. Ja, ich hatte mir einfach so mal gedacht, warum macht man davon nicht mal ein Let's Play? Also es ist ein sehr schönes Simulationsspiel, man muss da ein eigenes Krankenhaus managen und ja, das könnte interessant werden. Ich hatte schon mal was gespielt, das kann man ja bei den geladenen Spielen sehen, aber ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal ein neues an. Ja, zu denen kannst du gleich neu kaufen. Ja. Das Spiel ist auch auf Witz ausgelegt, also man sieht es ja schon. Ja, Level-Datei, Arztmittel, ich glaube, das könnten wir so machen. Für die, die das Spiel nicht kennen, würde ich extra mal das erste Spiel einschalten. Und hier sieht das schon aus wie so eine, wie so ein Brettspiel. Ja, das sind entsprechend lange Ladezeiten, deshalb müssen wir uns ein bisschen gedulden. Wer weiß, was man dann bei der Aufnahme sieht. Na, geht's jetzt weit los? Ja, ich habe dann auch noch die Original-CD im Laufwerk liegen. Die braucht er unbedingt. Ja, ja, ja. Komm, du Bildschirm, komm schon. Oh, er wird dunkler. Ah, CD laden. Ihr Krankenhaus muss mit einer Rezeption ausgestattet werden. Wählen Sie eine aus dem Menü Flurausstattung aus. Das machen wir doch glatt. Rezeption benötigt eine Empfangsdame, die die Patienten zu den Ärzten schickt. Ah! Klicken Sie mit der linken Maustaste einmal auf den blinkenden Menüpunkt, um eine Rezeption zu kaufen. Aha! Linksklicke auf das blinkende Icon, um sie zu platzieren. Ah ja! Bewegen Sie die Rezeption an die gewünschte Stelle und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um sie zu drehen. Ah ja! Die steht dann so, ich glaube... Hier wäre sie ideal. Sie benötigen eine Empfangsdame, um Ihre Patienten abzufertigen. Ja, dann, ja, sammelt Antiquitäten, unglaublich talentiert und fähig. Geht Tiefseetauchen, hat vielfältige Fähigkeiten. Ich glaube, wir nehmen die. So, da ist es schon. Und steht gleich an. Ohne Vorstellungsgespräch, gleich eingestellt. Es wird dringend ein Raum für die Allgemeinmedizin benötigt, damit die... Na, was steht da? Kranken Leute behandelt werden können. Dann gehen wir noch zur Diagnose, Allgemeinmedizin. Und dann kommen wir ja gleich. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die Maus, um einen Raum zu bauen. Dieser Raumentwurf ist zu klein. Ziehen Sie ihn weiter, um ihn zu vergrößern. Ja. Wenn er blau erscheint, ist er groß genug.
Vielleicht bewegen Sie ihn weiter oder platzieren Sie ihn einfach an dieser Stelle. Das machen wir doch glatt. Machen wir doch... Bewegen Sie die Maus an den Wänden des Plans entlang und platzieren Sie diese Tür. Dahin. Platzieren Sie Fenster auf der gleichen Weise wie die Tür. Wenn Sie keine Fenster in Ihren Raum möchten, müssen Sie auch keine bauen. Wir machen trotzdem welche rein. Man muss ja beobachten, was da alles vor sich geht. Die Patienten sind auf eigene Gefahr. Mal regeln. Ich muss mal ein bisschen leiser regeln. Das ist ein bisschen laut. So, dann ja, machen wir erstmal. Den Schreibtisch machen wir hier hin. Machen wir direkt daneben. Den Stuhl machen wir hier hin. Alles klar. Bestätigen. Und wir brauchen einen Arzt, der dann die Patienten behandelt. Ich glaube mal diesen hier oben. Macht den Sprung in die Menge, voreilig und schnell, unbeherrscht, den nehmen wir nicht. Mist bei der Arbeit, loyal und freundlich. Ich glaube, den nehmen wir. Okay, das ist die Minimalanforderung, um ein Krankenhaus zu bauen. Ihre Ärzte brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können, um für einige der Patienten eine Diagnose zu stellen. Sie können ihnen unter die Arme greifen, indem sie mehr... Diagnoseeinrichtungen wie die allgemeine Diagnose bauen. Wenn Sie für einige Patienten eine Diagnose erstellt haben, müssen Sie neue Behandlungseinrichtungen und Abteilungen bauen, um sie zu heilen. Für den Anfang ist es eine gute Idee, mit einer Pharmatheke zu beginnen. Sie müssen auch eine Schwester einstellen, die die verschiedenen Medikamente verteilt. Letzte Warnung, achten Sie auf Ihren Ruf. Der ist es, der die Patienten von nah und fern in Ihr Krankenhaus kommen lässt. Wenn Sie nicht so viele Patienten ins Jenseits schicken, sondern dafür sorgen, dass sie zufrieden sind, werden Sie in diesem Level keine allzu großen Probleme haben. Jetzt sind Sie auf sich selbst gestellt. Viel Glück, wie man so sagt. Und Konkurrenzkrankenhaus wurde eröffnet. Das hat man, glaube ich, schon. Gut, dann bräuchten wir noch eine Pharmatheke, wie man ja... Ah, ich muss in die Ecke gehen, damit ich scrollen kann. Es ruckelt ein klein wenig. Eine Pharmatheke, haben die gesagt. Wo ist denn hier eine? Das ist allgemeine Diagnose. Behandlung, eine Pharmatheke. Bauen wir noch die mal auf. Die Ansprachen, ich finde die herrlich. Gut, das können wir bestätigen. Und zack. Sie müssen eine Schwester für die Theke einstellen. Natürlich. Da haben wir doch zwei Schwestern. Aber nicht noch mehr. Da würde ich erstmal lieber warten, weil die nicht so talentiert sind. Kolas hat in dieser Gegend ein Konkurrenzkrankenhaus eröffnet. Verdammt, dieser Kolas. Ich glaube, Bänke wären auch nicht schlecht. Dann machen wir doch mal glatt welche. Direkt neben den Eingang. Viel Geld haben wir ja. Ja, Theme Hospital ist kein schlechtes Spiel gewesen. Bullfrog hat damals ja auch geniale Spiele gemacht. Und wer beim Intro das bemerkt hat, der am Anfang, das war der, nämlich derjenige aus Dungeon Keeper. Ist ebenfalls zum gleichen Hersteller und aus demselben Jahr. Vielleicht machen wir davon auch noch was. Wer weiß. Machen wir noch eine allgemeine Diagnose. Ja, machen wir doch einfach mal neben hier. Na. Dann halt hier hin. Ist jetzt provisorisch, muss nicht symmetrisch sein. Dann hier eine Trennwand. Ich möchte sie nicht sehen, Doktor. Ein Heizkörper und eine Pflanze wäre sehr angebracht. Weil die sich sonst beschweren. Es ist kalt. Sie müssen einen Handlanger einstellen, der die Pflanzen gießt. Natürlich, haben wir denn ordentliche da? Ja, da haben wir noch einen. Nehmen wir doch einfach den. Hier haben wir noch Einstellungen, hohe Einstellungen. Ach, nee. Spielgeschwindigkeit, ja, die passt. Übrigens auch interessante Musik. Ist allerdings nicht viel da an Musik. Ruckelt Tatsache ein klein wenig. Aber naja. Ja. Vielleicht könnte man ja noch einen Raum gebrauchen. Personalraum, Toiletten. Toiletten wäre nicht schlecht. Was wäre denn
Eine Ärztepraxis ohne Toilette. Was sind hier denn? Gut, ein Wäschbecken, eine Toilette. Das reicht. Gut. Ach, das Teil ist noch nicht eröffnet, aber die kommen ja bald. Nee, ich glaube, das ist noch zu früh für einen Personalraum. Fünf Schwestern haben sich beworben und sehr freundlich und macht gerne. Na, die nehmen wir doch glatt. Ich glaube, jetzt öffnen wir jetzt schon mal. Das Personal beschwert sich über die klirrende Kälte. Drehen Sie die Heizung hoch und stellen Sie mehr Heizkörper auf. Was habe ich gesagt? Klirrende Kälte, 29. Mai, da müsste es eigentlich recht warm sein. Es konnten keine neuen Patienten im letzten Monat verzeichnet werden. Furchtbar. Ja, ist ja furchtbar, weil das Teil gerade mal eröffnet wurde. Tja. Kommen Sie her, kommen Sie her. Währenddessen könnten wir ja schon mal einen weiteren Raum eröffnen. Wie wäre es denn? Mitteilung an die Patienten. Checkheft bereithalten. Ganz wichtig. Hier ist gerade was eingetrudelt. Billy der Wilde hat den Wunsch geäußert, ihr Krankenhaus zu besuchen. Stellen Sie eine öffentliche offizielle Einladung für VIPs aus. Natürlich laden wir den ein. Absolut niemand wurde im letzten Monat geheilt. Ach, da ist ja schon jemand. Eine Frau, was hat sie denn? Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Haben wir keinen Arzt? Nehmen wir den. Jetzt haben wir noch einen. Ein Arzt in die allgemeine. Mach dich da mal hinter die. Wieso ist da jetzt so keiner mehr? Okay, die wurde schon hinter die Trennwand. Und das war's wohl. Durch mehr Gegenstände in den Räumen wird sich ihr Personal wohler fühlen und besser arbeiten. Ach wie. Es sind übrigens auch sehr interessante Leute mit interessanten Krankheiten hier, wie zum Beispiel diese Unsichtbare. Das Personal beschwert sich über die... Ja, natürlich. Mit diesen Patienten haben wir alle Diagnosegeräte zum Qualmen gebracht und wir wissen immer noch nicht, was ihm fehlt. Was sollen wir mit den Patienten machen? Es besteht eine Chance von 43%, dass wir herausgefunden haben, an was für eine Art von Tarnkappe der Patient leidet. Tarnkappe. Auch nicht schlecht. Tja. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Chance einer möglichen Heilung wahr. Mal sehen, was passiert. Und... Ihr Team hat eine neue Krankheit entdeckt. Es handelt sich um Jucus Propus. Ursachen: ständiges Stehen an der Wasserkühlung, Symptome: der Patient fühlt sich, als würde er sich auf einem ganzen Sack voll Murmeln sitzen. Therapie: ein wohlschmeckender und gleichzeitig wirkungsvoller Trank, der die juckenden Stellen heilt. Nutzt man dafür nicht Salbe? Billy der Wilde ist gerade angekommen, um ihr Krankenhaus zu inspizieren. Lelle. Denken Sie lieber einmal darüber nach, mehr Bänke aufzustellen. Was ist denn jetzt los? Ist einer krepiert? Das tut mir leid. Ja, da ist einer krepiert. Ruhe in Frieden, mein Lieber. Das Spiel scheint ein bisschen zu ruckeln. Und eine neue Krankheit wurde entdeckt, aufgeblasene, unglaubliche Arroganz, für den Leidenden ziemlich unangenehm und der stark geschwollene Kopf wird mit Hilfe einer komplizierten Maschine entlüftet. Wie heißen die? Erhöhen Sie Ihren Krankenhauswert auf 5500! Andersrum, 55.000! Ich rede Scheiße! Eine neue Krankheit, Entlüftungsraum bauen, damit Sie erfolgreich sind. Der soll gefälligst im Krankenhaus bleiben. Entlüftungsraum. Kommt sofort. Entlüftung. Wo bauen wir den hin? Bauen wir doch einfach mal hier hin. Einfach nur mal provisorisch. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte.